das schon mal lädt. Bitte, können wir die Map wechseln? Nicht so wieder. Hallo, ich nehme jetzt auf und ich bin tot. Stefan, hast du das mit dem Skin-Menü beim Chris schon eingestellt? Drück mal T, was passiert? Gar nichts. Aber hier ist jetzt eine Maus. Oh, ich glaube, ich habe das Spiel gecrashed. Nein. Das ist normal. Alles klar, wir warten nochmal eine Stunde. Das lädt ein bisschen. Und dann kannst du hier. Ja, jetzt habe ich ein Skin-Menü hier. Jetzt kannst du dir einen Skin aussuchen. Oh, können wir den Dark Link nehmen? Ja. Boah, geil, ich hab den Spaß! Nein, der Christoph, der hat jetzt hier Sonderrechte, weil er das erste Mal mitspielt. Ja, der ist auch bei C. Der ist ja auch als Sechstes dran. Nee, ja, hast recht, Sabu. Ich finde auch, nach A Alex und Andi kommt Chris und dann kommt Andi. Ach, Andi ist ja auch noch dran. Also, wie bestätige ich das denn? Ich war gerade kurz auf Toilette. Ja, sorry, Andi, wir haben dich übersprungen. Also, ich habe dich übersprungen, weil ich gerade nicht dran gedacht habe, dass auf wir Apply, zwei A's Player-Modul haben. Drücken, klicken. Und dann habe ich gesagt, dass der Christoph aussuchen kann. Könnt ihr bitte nochmal den Namen von dem Model sagen? Darklink. Alles klar. Ja! Dann macht der Andi einfach nach. Darklink, okay. Andi, ist das okay? Wo mache ich das? Okay, alles gut. Muss ich irgendwas machen? Alles gut. Oh, ich habe irgendwas gemacht. Oh Gott. Finde ich auch. So. Soll ich nehmen auf? Ja. Hallo. Wo schießt ich? Okay, Chris. Welche Zeit steht bei dir? Nein. Hallo. Nicht gut, Stefan? Nee. Aua. Ich habe hier ein Echo bei mir im Wasser. Ich will das. Wenn ich wenigstens Traitor wäre. Hallo. Aber nein. Hallo. Also, wenn das Mausrad benutzt, um die Waffe zu wechseln. Und wenn du eine Waffe auswählst, dann kannst du die mit Q wegschmeißen, wenn du eine andere willst. Für den Slot. Aha, was ist das denn? Das ist ja langweilig. Man kann immer nur eine Hauptwaffe tragen. Genau, eine Hauptwaffe, eine Sekundärwaffe. Die Pistole ist eine Sekundärwaffe. Das Perk Overkill, dann geht das. Ich verstehe hier gar nichts. Und warum kann ich bei Q nichts wegwerfen? Ich drück Q. Weil der Magnetostick, der gehört dir, den kannst du nicht wegschmeißen. Mann, der ist aber kacke. Dann nimm doch einfach. Dann nimm doch was anderes. Sam. Die Crowbar kannst du auch nicht wegwerfen. Boah, ja, das ist deine Grundausstattung. Oh, Scheiße. Wie wechsle ich denn hier die Waffe? Achso, die muss ich jetzt machen. Okay. Das ist deine Sekundärwaffe. Ich weggeworfen. Und wie kann ich jetzt was aufheben? Da drüber laufen. Oder E drücken. Dein Körper! Was hast du da in deinem. Du hast bestimmt schon was in deinem Inventar. Verdammt. Nee. Dein Werfer im Wasser. Scroll mal, was hast du da alles stehen? Alles gut, ich mach schon. So, und jetzt sind natürlich die Trader wieder. Die klettern jetzt wieder auf irgendwelche komischen Spots drauf. Und verstecken sich und snipern alle weg. Alles das Error ist aber keine Person anscheinend. Okay, also das war eben eine Traitor-Waffe. Du hast bestimmt schon eine Waffe, scroll doch mal! Mach ich doch! Nein! Ja, genau, eine Farmers. So, die kannst du wegschmeißen und dann kannst du die andere aufheben. Aber ich hab doch die andere. Du wolltest die Farmers wegschmeißen. Genau. Ja. Jetzt hast du die wieder aufgesammelt. Du musst, das ist ein bisschen doof hier. Du musst ein bisschen weiter wegschmeißen. Aber die ich glaube, es hat mal Alex getötet, weil ich habe danach einen Schlag auf den Tisch gehört und eine Müsli-Schüssel. Ja, rechts. Die Müsli-Schüssel habe ich jetzt auch gehört. Ja. Und da liegt auch bei dem Spray in der Nähe so eine tote Alex, glaube ich. Und ich glaube, ziemlich stark bei Real Life jetzt gerade. Am Anfang schon. Unidentified Body. Zip ist oben! Ich nicht! Doch! Hä? Drück mal E. Alt und E steht hier. Ne, drück mal E. Hab ich. Okay, was kann ich jetzt? Kann ich ihn ausrauben? Ich hab mit meiner Hauptpistole automatisch geschossen. Oh Gott, ey. Verstehe ich nicht. Ach, Sabrina ist tot. Ja, Zimmer hat auch Alex schon getötet, aber ich habe Zimmer getötet. Tot. Also alles gut. Kann ich rennen? Du gehst gerade, du drückst, glaube ich, alt. Andi, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich war gerade nur kurz weg.
Rennen ist, also deine normale Gehgeschwindigkeit ist Rennen und du drückst gerade Alt. Jetzt, achso, nee, ich hab anvisiert. Ah, okay. Also ich wo siehst du mich überhaupt? Ich flieg hinter dir her. Was? Ich guck, was du machst. Was? Wo? Ich bin Zuschauer. Du siehst wie dich. Aha. Ey, Chris. Du bist wie mein Innocent rückwärts. Innocent? Oh, das ist. Spaß. Feuertaufe. Feuertaufe. Aber wir haben ja noch 2,5 Minuten unten links auf die Uhr, richtig? Wer hat denn hier schon wieder das Glas kaputt gemacht? Wie ging das denn nochmal? Nein, Andi, du musst wieder zurück. Okay, ja, oder jetzt drüber springen, genau. Du kannst auch Erhöhungen. Du kannst auch Erhöhungen hochspringen, dafür musst du Schiff gedrückt halten. Oder nee, Steuerung. Ich habe eben gesehen, wie du hier hochgegangen bist und ich habe mir nochmal gefragt, wie ging das denn nochmal? Ja, bitte töt mich nicht, ich habe Simi hier schon getötet. Was denn? Ja. Das will ich haben. Oh, ich wollte gar nicht schießen. Warum habe ich denn geschossen? Oh, zielst du hier? Obwohl, du gehst da langsam rüber. Ich gehe halt einfach nur. Sterbe ich im Wasser? Oder ich kann hier nicht rüber, okay. Also auf manchen Maps gibt es auch Wasser, was tödlich ist, aber hier nicht. Wo seid ihr denn alle? Warum bist du Traitor? Außer du ertrinkst halt. Nö, aber ich würde euch gerne trotzdem töten. Warte, Andi. Da unten, Geh doch mal rechts in den Raum rein neben dir. Dein Ernst? Ich verstehe hier nichts. Ich habe Ewigkeiten nicht mit einer Maus gespielt. Ist eigentlich gut. Ist voll ungewohnt. Also ist an sich jetzt ist cool, aber. Treppen hoch. Hui. Was passiert, wenn ich hier runterrutsche? Hui. Wieso redet jetzt keiner mehr? Sind alle tot? Oh Mann! Oh, ja. Warum bin ich gestorben? Oh, das sah so gut aus in der Beobachterperspektive, wo Andi den Boomerang daneben geschmissen hat. Andi, hast du was auch geworfen? Das war ein Mann! Das war ein Mann! Das war Andi! Das war so witzig mit dem Bild, ne? Wie das bei Alex und mir so funktioniert hat, Alter. Das hat einfach direkt funktioniert. Voll witzig. Bei Alex hat es auch funktioniert. Wir müssen mir jetzt mal die Regeln erklären. Also wann darf ich jemanden verdächtigen und wann darf ich den töten? Also ich sag mal, verdächtigen darfst du den grundsätzlich eigentlich immer. Vor allem, wenn er halt irgendwas Verdächtiges macht. Oder sonst, dann kannst du auch den... Mach mal eine Waffe. Alex, hast du gerade eine Waffe aufgehoben? War das hier? Hallo, was ist das für eine Waffe? Erklärt. Die heißt Akimbo Berettas. Hallo. Ist die neu? Bam. Die habe ich nicht. Die ist bei mir ein Error. Ja, das ist bei mir auch ein Error. Christoph hat Fragen. Hallo. Ich habe gerade die Regeln erklärt hier von eurem komischen Spiel. Da ist der tot. Also Pascal und Alex, seid mal bitte kurz leise. Okay. Aber Peter ist tot. Pascal. Pascal. Verdächtigen darfst du grundsätzlich eigentlich immer so, dann kannst du auch den Verdacht äußern und auch begründen, warum du den verdächtigst. Wenn du natürlich keinen Grund hast und sagst einfach so, ja, ich glaube, der ist da, dann kannst du das auch machen. Aber das ist dann halt fraglich, ob dir dann einer glaubt. Okay. Ziel des Spiels im Grunde, es gibt halt die Innocents, also die Unschuldigen und halt die Ts, das sind halt die Terroristen. Ah, die Trader. Und die müssen halt versuchen, halt die Innocents halt alle zu töten, um unbemerkt zu bleiben. Halt, die halt erwischt werden, dass die Traitor sind. Und die Innocents müssen halt quasi rausfinden, wer die Traitor jetzt im Endeffekt ist. Und ja, also verdächtigen kannst du eigentlich immer, wenn jetzt eigentlich klar ist, dass jemand Traitor ist, weil du gesehen hast, wie er wie einer jemand anderen umgeschossen hast, dann kannst du den auch umschießen, wenn es dann aber im Endeffekt ein Innocent war, dann kannst du dich natürlich noch rausreden und zu sagen, also du kannst halt dein Verhalten rechtfertigen, indem du halt sagst, so ja, ich habe gesehen, wie der den halt angeschossen hat oder so. Und dann habe ich gedacht, dass er ein Traitor war, also sowas darfst du machen. Was natürlich erstmal grundlegend nicht so gut ist, wenn du halt einfach nichts sagst und dann einfach denkst, okay, der könnte ein Traitor sein, den einfach umlegst. Dann ist es ein bisschen schwierig, dann sagen wir auch, das war ein Random Kill, also dass du halt ohne Begründung halt jemanden getötet hast, das ist bei uns schon öfters passiert. Es ist immer ziemlich frustrierend.
Ja, also nicht ohne Begründung jemanden umlegen mit und verdächtigen, dass du eigentlich immer Verdacht äußern kannst du immer. Okay. Und, falsche Fährten legen auch. Also das ist so ein bisschen, kannst auch, wenn du Traitor bist, kannst du auch versuchen halt die ganze Zeit halt sozusagen, dass du halt nicht Traitor bist, natürlich. Also und versuchen halt andere zu beschuldigen. Also das ist halt alles so ein bisschen so Manipulation ist hier halt auch eigentlich immer vorhanden. Genau. Und wenn du selber Trader bist zum Beispiel, dann hast du meistens auch noch einen anderen Trader-Kollegen. Ja. Den solltest du nach Möglichkeit dann natürlich nicht verraten. Okay. Und du hast dann auch spezielle Waffen. Okay, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Wie komme ich aus diesem verkackten Schwimmbecken hier wieder raus? Mit der Leertaste? Was war das? Ja, mit der Leertaste. Das geht nicht. Doch, kann ja nicht. Und Steuerung gleichzeitig beim Hüpfen auch. Oh Gott. Ihr habt das ja, auch gehört, ich hab das auch gehört. Ja, das war ich. Ich bin Detective. Ich hab was ausprobiert. Ach so, okay. Aber das ist klar. Ja. Nein, Detective sieht man, der hat dann einen blauen Ring. An seinem Namen. Oder ihm. Darf ich jetzt mal kurz anmerken, dass der Andi anscheinend ein Add-on Akimbo blablabla drin hat. Das Achso, ja, ich gesagt. Das wollte ich eben schon sagen. Okay. Ich war ja eben mit Pascal Traitor und Pascal konnte anscheinend irgendwie nicht in den Traitor gehen. Stimmt, ich konnte aufgrund eines Add-ons oder einer Mod nicht in den Traitor Shop. Bist du? Hallo? Ja. Bist du? Falls das bei euch auch der Fall sein sollte. Hallo, wer bist du? Weil sonst müssen wir nachher nochmal den Host wechseln. Hi. Ah, ja, weil. Also, die Waffe ist bei mir auch ein Error. Auf jeden Fall. Wieso hast du denn die Waffe da drin? Nee, ich sag nur bei den Traitern, falls ein Traitor nicht in den Shop kann. Er ist da gerade runtergerutscht. Das liegt an der Mod. Sabu? Oh. Ja. Sabu ist dann schon mal safe. Alter! Die ist kein Traitor. Ja. Mhm. Wie wär's mit dir, Schatz? Wie wär's, wenn du machst? Ich bin Detective. Sag wer? So. Vielleicht. Boah! Lass meine Mama aus dem Geh Spiel. Geh von mir weg, wenn, du Quatsch. Stell dir mal vor, meine Mutter sieht jetzt dieses Video und die hört, wie du sagst, ja, dass du. Ja, meine Mutter. Ja, ja. Boah, das schicke ich dir. Das schicke ich dir. Warum kann ich diesen Ofenmagnetstab nicht wegschmeißen? Meine Mama hat eine so Grundausstattung. Recht mit dir. Genauso wie die Crowbar. Ja. Aber die Crowbar ist lustig. Und da kannst du Sachen kaputt machen. Manchmal. Manchmal. Wenn du die Rutsche runterrutschst, ne, dann kann man hören, ob jemand Traitor oder Innocent ist. An woran hört man das? Nee, der schießt auf mich. An dem Ton, der dann entsteht. Weißt dann halt einfach mal deine Ohren auf den Tisch. Der Flaschenlimo steht so da oben. Hä? Der Wie? Ist Traitor. Hä? Ja. Ich bin kein Traitor. Du hast doch also, ich habe ihn gerade auf jeden Fall getötet. Alter! Hey, kannst du den confirmen? Gerade nicht, ich bin am Rutschen. Du bist Traitor. Und ich bin gerade gerutscht. Er ist gerade gerutscht und ist safe. So, und ich habe den Flaschenlimo da oben gesehen und habe ihn im Rutschen einen Headshot gedrückt. Hallo, wer ist das? Wer bist du? Ich bin. Ich habe gerade deinen Freund umgelegt. Warum? Einfach Pascal so. Ist es. Was? Nein, aber der war ein Böser. Der hat auf mich geschossen. Ah. Ah. Du. Du musst da runterrutschen. Ich mach gar nichts, was du mir sagst. Was? Du hast meinen Freund erschossen. Der Andi ist auch gut. Warum liegen hier so wenig andere Waffen? Ich verstehe das hier nicht. Ja, die sind halt, sonst liegen ja auch nicht überall Waffen rum, oder? Doch, also so in der freien Wildbahn. Ja, so bei Düsseldorf, da liegen überall Waffen rum. Ja, komm mal nach Duisburg, dann weißt du, wie der Hase läuft. Duisburg, Düsseldorf. So, ich bewege mich gerade zum Stefan. Ja, bitte, danke. Ich danke dir, mein Schatz. Versuche rüber zu klettern. Wo ist denn der Stefan? Lalalala. Wer bist du? Also, wenn es der Stefan war, ich weiß es nicht. Ne? Ich habe da oben eine leuchtende Fresse gesehen. Alles cool, ich werde dich nicht erschießen. Okay. Ja, es war der Stefan und der war Trader. Ist das Blaue da bei dir, was da steht? Bleib mal stehen. Warte. Bleib doch einfach. Ich bleib stehen, nicht. Wenn du mich nicht abknallst. Na, tue ich doch nicht. Die. Stefan, also ich dir recht. Ja, alles gut. Niemand schießt einfach ungescholten auf meine Frau. Also dieses Hochstrafe. Also Sabu ist es nicht. So, Pascal ist auch gerutscht und war grün. Dann kann es nur der Chris sein. Oder warum denn? Hier ist jemand runtergefallen. Wieso Peter? Peter ist tot schon seit Anfang der Runde. Weißt du, wo es anliegt? Ah. Du hast wen umgebracht, ich hab's gesehen. Ah! Du hast ihn da runtergeschossen. Oh
muss erst mal gucken, wo Andi ist. Ich habe Andi getötet. Ach so. Ich muss also der Peter alles erklärt und dann habe ich ihn. Der Peter hat irgendwie nur Fragezeichen. Irgendwas mit Fragezeichen habe ich auch gerade noch gelesen. Ja, ich war gerade. Oh Mann, das war klar, dass ich nur Fragezeichen auf dieser Map habe, durchgehen und nichts machen kann und mein Spielhandel abstürzt gefühlt und Stefan tötet mich aber mitten im Satz. Das war zwei Sekunden. Die wollte ich haben. Oh, ich hab sie. Aber der war auch fett. Nee. Manchmal kommt ja auch nicht immer alles durch. Ach, und, ach, komm, Peter, du wirst dich jetzt rächen, du bist doch Trader jetzt. Nee, ich Peter. Ist denn jetzt alles wieder in Ordnung? Nein, das ach, ist gar nichts mehr, das ist raus. Oder was? Peter hat Fragezeichen. Nee, nee, der hat bei mir fliegen aber auch viele Errors rum, komischerweise. Ja, das ist so eine Waffe. Das ist, weil der Andi-Host ist. Ja. Ah, okay. Vielleicht deswegen ja die Fragezeichen auch. Alles gut. Ja, ja, wir wechseln gleich nochmal den Host. Ja, weißt du, toll gemacht, Andi. Weißt du? Kann man hier irgendwie springen? So eine Scheiße. Nein, nee, springen. Ja. Man kann auch nichts markieren. Warum nicht? Das haben wir auch schon versucht. Ja. Der Verrückt war auch letztes markiert. Achso, das ist ein 3D-Modell. Ja, irgendeiner schießt da schon auf mich, aber ey. Ich hab die Scheiben eingeschossen. Ich hab die Scheiben kaputt geschossen. Ich wollte es nur sagen. Pascal hat eine Ablenkung platziert. Der ist Traitor. Ja, das hat eben auch bei mir und Alex funktioniert. Das ist ziemlich witzig. Ja, bei mir nicht, Junge. Bei mir nicht. Okay, bei Stefan muss ich das Bild ändern. Ja, mach mal da einen Pimmel hin. Nee, aber ich hab's ja eben schon gesehen, als ich Traitor war. Da konnte ich ja safe gucken. Ich hab da Nippel geschossen. Ah, nee, Pascal folgt mir. Will der wieder Nippel schießen? Ja, das schießen. Tue ich. Wo ihr alle seid. Will der Nippel schießen? Ich euch immer. Rutsche, ja. Denn? Hat schon wieder überall was umgeschossen. Nee! Und der Pascal hat mich getötet. Okay, Christoph ist innocent. Der Pascal ist Traitor. Ja. Pascal ist Traitor. Alles klar. Ich wusste es doch. Ist hat, gar nicht wahr. Der hat wirklich eine. Der wollte mich wirklich auf die Weise töten, Alter. Das aber die hat schon wieder funktioniert, aber was? Ich hatte Second Chance, weil ich Detective war und dann wusste ich auch, dass er mich getötet hat. Immer schön die Augen. Lexi? Die Augen. Die Augen oben behalten. Wollte jemand der Straße? Ja. Pascal könnte oben sein. Nee, ich bin oben, aber ich bin hier festgebackt, ich komme also nicht mehr weg. Oh. Also ich bin kein zumindest. Scheiße, ich brauche einen Sniper. Achso, ich sehe nicht, ich sehe da oben. Achso! Ja, auch immer, es ist. Andi! Er hat mich geschossen. Warte, ich aber Manu, hier sind nur Nägel. War der Traitor oder was? Achso, ich hab gesehen, dass du Christoph geschützt hast. Kannst du den mal confirm, bitte? Ich würde gerne, aber nein, der Traitor kann von geschossen. Ja, ich war das. Ich hab schon wieder Spielfehler. Nice. Also ich bin festgebacken in der Karte. Okay, der war, Andi. Der war nicht Traitor. Ja, okay, der hat sich auf mich geschossen. Also ich bin mit einer Glock hier oben und ich wäre cool, wenn ihr mich beschützen würdet. Was hier für ein Geblut ist. Toll, das Geblut. Hä? Ich glaube, warte mal, wieso ist die Alex tot? Die war da vorne mit Christoph in der Ecke da. Da unten, wo der Andi jetzt ist. Ja. Also du bist Andi, hier liegen zwei Innocents tot und du bist der Einzige, der überlebt hat. Alter, ich hab Angst, ich werde erschossen und ich bin da hingegangen, weil ich. Wer ist denn hier? Ich hoffe, der war's. Ach, scheiße! Alter, ich werde erschossen. Oh nein, du hast meinen Freund getötet. Ich musste was tun. Hast du den Andi getötet? Ja. Danke, du hast mich rausgeschossen. Ich habe Andi getötet, weil hier zwei Leichen lagen und er hat Christoph ertötet. Wie kann er das nur gemacht haben, ey? Ja. Eiskalt ertötet. Und ich glaube, dann ist es. Ah! Ja, Tim ist es, der hat den Explosionsjump. Und Peter wahrscheinlich auch. Weil alle anderen sind tot. Ich bin der Letzte. Oh mein Gott. Sorry, Andi. Ach, Peter. Das ist einfach Andi, ey. Du darfst jetzt nochmal gar nichts machen, ich hab dich da oben befreit. Ja, das war echt nett von dir. Ja. Hast einen Bumerang noch fallen lassen? Also ich muss sagen, da oben ist echt scheiße, wenn du da runter, wenn du da hinspringst. So. Peter. Oh, cool, ich habe einen Bumerang. Jetzt bin ich. Ich will noch nicht zu viel sagen. Ja. Unbesiegbar. Alles klar.
Peter! Wo bist du denn? Ich bin da, wo ich eben war. Glaube ich nicht. Wo bist du denn? Da, wo du eben warst. Glaube ich nicht. Also sagen wir mal so, ich spiele gerade richtig scheiße, weil ich immer wieder so ein Fenster aufploppen habe, dass irgendwas nicht stimmt im Spiel. Hm. Als du mich angeschossen hast zum Beispiel, war ich auch im Menü gerade. Hm. Das ist ja komisch. Wo bist du? Wo bist du denn? Ich habe leider kein Radar. Ich auch nicht. Sag, gib mir doch mal einen Tipp. Jetzt tot oder was? Bin ich jetzt alleine? Ja, du bist alleine. Ich glaube, du bist Traitor. Dann muss ich mich ja selber töten jetzt. Oh mein Gott. Hä? Hä? Oh, da! Oh! Nee! Oh, nee! Der erste Schuss, ich hab doch gesagt, dass der Pascal es ist. Das tut mir leid, Andi. Peter, kannst du mal bitte aufhören, so eine Scheiße zu labern? Was denn? Ich hab gedacht, der Andi hat die Alex getötet. Entschuldigung, Andi. Ach so, ja. Jetzt cool. Ja, die Stadt, dann gibt der Alex einen Headshot. Immer Andi, oder schieß auf Andi. Alter. Stefan. Was denn? Ich hab doch gesagt, dass der Pascal es ist. Hab ich nicht gehört. Was? Aber meine Ablenkung hat schon wieder funktioniert. Ja, Zimmer. Ja, und dann hatte ich aber, ich war Detective und hab dich wiederbelebt und dann habe ich ganz, ganz laut und oft gesagt, dass der Pascal es ist. Oh. Und dann bist du da im Wasser ja geschwommen. Ich habe ungefähr 100 Mal auf dich geschossen. Ich weiß, ich habe nur nicht gesehen, woher es kam. Und Zimmer, wichtiger war, ich habe dir gesagt, worauf es ankam vor der Runde. Ja, was war das denn? Das war eine Disco-Kombulator-Granate. Die macht keinen Schaden, die fliegt, die schmeißt dich nur weg. Und übrigens, auch wenn du Traitor bist, dann kannst du auf C drücken, dann hast du ein Traitor-Menü mit Waffen. Auch wenn du Detective bist, hast du auch spezielle Waffen. Das sagt er mir jetzt. Ja, ich konnte es dir eben nicht sagen, weil ich wusste ja nicht, weil wir zusammen Traitor waren. Er wusste, dass du Traitor warst. Hey! Nein! Mach die ab! Mach die wieder ab! Ja. Ja, auf jeden Fall hallo. Andi, oh, ich habe dem Zippel die Handschellen angelegt. Nicht. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe Okay, jetzt bin ich weg, weil ich weiß nicht, was du machst. Wie geht das auf? Auf E. Warte, in welcher Umkleide seid ihr gerade? In einer blauen. Guck mal, Pascal, willst du irgendwas sehen oder was? Ja, ich wollte mal mitmachen. Ja, denn? Wo seid ihr denn? Ich will aber. Ach, da hinten. Ja, ja, komm, gehst doch mal weiter rein. Angelegt. Ah! Ah! Was? Was denn? Du hast mir Handschellen. Sabrina hat mir Er hat irgendwas in der Hand gehabt und wollte mich töten. Hast du nicht? Ja, warte, bleib stehen, dann mach das wieder ab. Er hat irgendwas in der Hand gehabt. Ja! Der war auch der Traitor. Der hat einen Flieger auf dich geschmissen. Wer war Traitor? Der hat einfach auf mich geschossen. Aber du hast einen Flieger in der Hand. In der Hand gehabt. Ich hab keinen Flieger in der Hand. Aber warum hat der dann einen Flieger aus seinem Kopf? Hey, ich bin das nicht. Du hast einen Flieger in der Hand. Das hat er doch gesehen. Übrigens, dein Freund wurde gerade Andi ist es. Andi ist es. Wer hat gerade geschossen? Ja, Andi ist es. Andi ist es. Ich bin es nicht. Ups, Entschuldigung. Das ist schlimm. Wir hier laufen alle nicht. Ich hab Zimmer getötet. Oh nein. Okay, warte. Andi. Also Andi ist es. Ja! Warte mal, Moment. Ja. Ja, ja, dann habe ich. Das hab ich gehört. Okay, das ist gut. Okay, ich schieße nur auf die falsche, ich habe keinen Bock mehr. Machst du gerade laufenweise Random Kills oder was? Oh Gott. Ja, bei Zibbe war es ein Random Kill, wenn der tot ist. Der müsste da genau vor dir liegen. Ja. Das war ich. Alter, ich habe ja die Leute direkt Handschellen angelegt. Abschießen. Außer Stefan, der ist Traitor. Also Moment mal, Sabrina ist Detective, wenn Peter so tut, als würde er rennen, dann ist es, glaube ich, die Alex. Nö, war doch gar nicht da hinten bei den Kabinen. Es gibt zwei Traitor. Also Alex ist jetzt in dem Heizungs... Ich sag mal, ne, neben dem Heizungsraum. Heizungsraum? Ich habe aber auch... Ja, doch, hab ich. Da, wo man auch über den Automaten nach oben kommt. Genau. Ja gut, ich würde sagen, das ist schon fast safe. Ja. Auf jemand Heilung oder so?
Also aus meiner Sicht natürlich. Da ist sie, da ist sie. Hallo. Geh weg. Geh deinen Spaziergang vorbei und alles gut. Kannst du Zippel wiederbeleben? Nee, leider nicht. Dafür brauche ich noch einen. Ich habe geguckt. Ja, ich brauche noch einen. Der ist eventuell auf. Also die Alex ist es definitiv. Weiß ich nicht, aber Sabrina. Ach so. Nein. Ja. Komm mal zu mir. Also. Warte kurz. Warte. Ey! Was war das? Ja, warte. Komm mal hier lang. Hä, Leute. Wenn du. Steht hier irgendwas von den Credits, die du sammeln kannst? Ich hab die, glaube ich, schon eingesammelt. Ah, und bei Christoph auch? Ah, nee. Glaube nicht. Also Alex ist da, warte, zwei Kabinen weiter vorne links ist Alex drin. Da links neben dir, Stefan, in der Kabine hier. Ist der Alex. Ich hab hier Handschellen. Eins hinter dir? Eins da links daneben? Wie? Genau, da ist Alex drin. Okay. Hast du Credits, Sabrina? Eine. Hast du davon verkaufen? Drin, ne? Ja. Dann kannst du ja jemanden wiederbeleben. Aber kein Defri. Nein, ich kann keinen Defibrillator kaufen. Alex springt da immer noch drin rum. Ja, ich seh's. Der hatte Kurve an der Hand. Oh. Ist jetzt wieder in Duschen? Oh, warte mal, ich hab was gedrückt bei meinem Menü. Ah, nein, doch nicht. Ich weiß, was ich mache. Alex? Warte kurz. Warte mal kurz. Oh mein Gott! Nee, die schießt auf mich! Ich bin in Panik! Bist du jetzt gestorben? Nee. Was war das denn? Ich bin gestorben. Ich hab richtig Spaß. Wer hat mich jetzt umgebracht? Ich war's nicht. Ich glaub, der Peter. Kann er zeigen? Nein, ich hab nur Zimmer, weil ich siehst, der Andi ist es und dann laufen die alle wie so ein Hühnerhaufen da rum. Was heißt Hühnerhaufen? Die waren alle, ich stand ganz alleine. Chicks. Ui, ui, ui. Chicks. Ich hab den. Ey, die Waffe hier kann auch keiner vor euch aufnehmen, oder? Erst werde ich von Chris angeschossen, dann schießt Stefan auf mich, dann Peter. Ich hab nicht auf dich geschossen, Pascal. Stefan, hinter dir. Stefan. Ist hier eine Waffe? Hier, links neben dir. Links neben dir. Stefan, hier. Gut. Kannst du diese Waffe da aufheben? Voll so mind-connected. Ja. Das ist ein Sniper. Als ob. Aber funktioniert denn alles, Christoph? Ich bin ein bisschen traurig. Warum? Weil ich dachte, Alex und ich sind so voll mind-connected. Ach so. Ist so. Also, dann werde ich einfach so umgebracht. Pascal, nee, ich habe nicht auf dich geschossen. Doch, hast du. Nein. Dann hat Peter zweimal auf mich geschossen. Mann. Also, der Chris hat mich auf 56 runtergeschossen. Danach hat Stefan mich auf 28. Alter. Ich einmal geschossen auf sich. Und Peter hat mich dann ermordet. Du hast auch komische Dinge an der Hand. Ich flieg an deinem Menü rein. Okay, Sabrina, ist es. Tötet Sabu! Wo ist sie? Ja, sehr gut. Achso. Okay. Oh, ich sehe wieder keinen. Ich bin wieder forever alone. Nein! Oh. Wo bist du denn? Sag ich nicht. Du bist Traitor. Chris ist Traitor. Grizzle. Ja, dann nicht. Was ist mit mir? Was? Ich wollte fragen, ob du Sabu getötet hast, dann wäre das Zibbe Diff nämlich wieder da gewesen, weil Zibbe hat einen Unterschied gemacht. Peter, hör doch mal zu. Alex war das. Das lenkt jetzt schon den Verdacht stark auf Peter. Weil also ich Zimmer lupen wollte? Nein. Weil ich euch nicht zuhöre? Ich habe ein Oh Shit gehört. Du fragst und nicht zuhörst, genau. Warte mal, Moment. Weil ihr eben nicht zugehört habt. Warte mal, weißt du, wer nichts sagt? Der Andi. Ich habe eben schon gesagt, dass Pascal vor mir steht. Ja. Und irgendjemand ist. Also Chris ist tot. Ich weiß nicht. Ich hab ihn bei der Rutsche gefunden. Stefan, du bist Detective. Ja, okay, wir können runtergefallen sein, oder? Ich kann auch gerne oben durch die Rutsche. Oh, stimmt, daher vielleicht das Oh Shit. Ja, ich bin innocent. Warte. Oh Shit. Warte. Macht man Oh Shit, wenn man stirbt? Wenn man durch Fallschaden stirbt? Ja, macht man eigentlich nicht. Vielleicht, Samu sagt dann immer nee. Andi. Nee, aber der Charakter hat so Oh Shit. Hab ich gehört. Ach so, ja. Aber dann steht er da auf Fallschaden, oder? Ja, steht auf Fallschaden. Echt? Okay. Warte, guck. Ja, okay. Ich hab leider keinen Defibrillator mehr, sonst würde ich ein paar Leute wiederbeleben. Ihr Perversen, geht von meiner Leiche weg. Du bist tot, du darfst nichts sagen. Ich will auch die Leiche. Wo ist die Leiche? Komm, wir gehen mit der Leiche irgendwo in der Ecke. Ja. Hä? Alter, ich finde euch und töte euch, egal was ihr seid. Das ist Störung der Totenruhe. Achso, okay. Warte. Das ist eine Straftat. Ja. Alter. So, da findet er sie nicht. Peter, Keybacken. Oho, ganz ruhig. Hast du Bock auf Fun? Was? Hast du Bock auf Fun? Was hast du vor?
nicht direkt sterben. Komm mit. Stefan, wir haben die Leiche von deinem Freund und du wirst uns nicht finden. Oh. Warte, kannst du das auch? Ja, hier, hier. Ist der Stefan noch am Leben? Bestimmt irgendwo. Okay, jetzt habe ich. Oh, Alex. Oh, du hast es gerade geschafft. Andi. Oh Andi. Gott. Ja. Du hattest gerade ultra viel Glück, dass ich so eine Geduld hatte. Du standst da nämlich nur rum und hast nichts gemacht. Und ich dachte, du bist Traitor. Ich habe nur auf das Klicken gehört von der Waffe, Stefan, die du dir da gekauft hast. Aber dann gingen die Pools zu. Wir haben die Leiche von deinem Freund. Hol sie dir. Ja, lass mich mal gerade arbeiten. Da kann ich mich später kümmern. Wer geht da gerade die Rutsche hoch? Ich. Ich wollte nur mal hier durchgehen. Rutschst du auch? Ja, ja. Ich dachte, wir wollten nicht rutschen. Hä? Okay, wer war dann hier im Traitor-Raum da? Andi war es nicht. Das hat zu mir keiner gesagt, dass wir nicht rutschen. Dann noch was mit Pascal. Nein, Peter! Peter ist es also? Nein, bin ich nicht. Warum hat Pascal dann so vor Schmerzen geschrien und deinen Namen gerufen? Weil wir die Leiche von deinem Freund benutzt haben. Im Traitor-Raum vielleicht? Nein, ich bin hier bei den beim Spawnpunkt. Mhm. Beim Spawnpunkt. Also Andi vertraue ich, weil der zum Zeitpunkt, als die Pools hier zugegangen sind, nicht im Traderraum war und die gehen nur dazu. Der andere Trader ist tot. Alex ist gerutscht. Ich bin Detective. Pascal ist tot. Peter. Pascal ist nicht tot. Christoph ist auch tot. Ne, Pascal ist doch gar nicht tot. Der ist doch noch da. Echt? Ja, also ohne Liste. Ist tot. Der ist noch in der Liste. Aber, warte mal. Das heißt nichts. Warum kannst du sehen, wer in der Liste ist? Die gucken können. Ja, die sieht jeder, diese ich Liste. Ich bin gerade gerutscht, Schubier, Leo. Also, Alex ist gerutscht. Also, der von. Mach mal Piep, ich finde dich scheiß tödlich. Wollte ich nur mal sagen. Also, Peter. Jetzt schimmeln die wieder da oben in ihrer dummen Arschloch-Ecke rum, weißt du? Ja, ja. Da, wo der Stefan wahrscheinlich gerade steht, da oben. Nee, ich laufe ja unten rum als Detective. Der Stefan steht gar nicht da oben. Peter. Weißt du, noch ein Dummbatz-Satz, so, wo ich mir denke, Peter, Mensch, ist auf jeden Fall Traitor. Ich bin nicht so Affe, Alter! Nichts mit Affe, Junge, du bist der Letzte. Nein, du bist auch noch da! Du bist so ein Mungo, ne? Du weißt schon, was das für eine Aussage ist. Ist egal, jedes Mal machst du die Scheiße. Ja, was macht ihr dafür auch? Du kannst ja auch einfach mal ehrlich sein. Ich hab doch fünfmal gesagt, der lebt noch. Nee. ich hab doch auch gesagt, dass Pascal noch lebt. Ach so, das hab ich ja, das hat er nicht gehört. Da war ich in meiner Bubble drin, gesagt, anscheinend. Ja, Peter, ich hasse Peter-Bubble. Ja. Ja, aber Peter, ich hab jetzt auch hier gerade voll den Trigger auf dich. Ich hab nicht mal was gemacht. Ja, sorry, aber... Ich such grad die Leiche von Christoph. Ich will wieder Spaß damit. So viel Kacke, okay, da zwei Leute laufen da hinten in die Kabinen da hinten rein. Ja, einmal der Peter und einmal, also Peter oder Zibbe ist es. Einer von den beiden. Warte. Wo ist die Leiche hin? Warte mal, ja, warte mal, Moment mal. Peter! Ja? Komm zurück! Andi? Okay, Alex ist bei mir. Irgendwas stimmt hier nicht. Ey, Alter! Wart ihr die ganze Zeit zusammen? Ja, überwiegend. Überwiegend, okay. Ja, das ist schon die erste Lücke. Bin ich kurz aus den Augen verloren hatte mit der Leiche. Ah ja, dann war in der Zwischenzeit wohl einer im Traderraum. Nein, von uns war keiner im Traderraum. Ah, ja, klar. Also Andi, wie gesagt, der war definitiv nicht. Anders kriegt man die Pools nicht zu, außer im Traderraum, also war der es definitiv nicht. Hä? Ihr beide seid's. Einer von euch ist es. Nein, das kann nicht sein. Die Sabu war Traitor. Ja, genau. Also, es kann nur noch einer sein. Genau. Schau ich mal ganz mit, warte. Ja. Ey, jetzt mal ohne Witz. Ist das hier irgendwie Labyrinth? Labyrinth? Da werde ich hier verarscht gerade. Bin ich schon an dir vorbeigelaufen? Nein, Peter. Du weißt, wo ich bin. Ah, okay, wieder da zurück. Ah, okay. Aber es ist eher 3 Sekunden zu Ende die Runde, oder? Stimmt. Ja, jetzt ist ja noch Overtime. Ah. Warum ist der Stefan eigentlich? Aber der ist ja
Detective. Aber ich bin Traitor. Der Traitor wird wohl kaum in der Overtime noch 4 Leute töten können. Deswegen müssen wir wachsam bleiben. Wachsam! Wachsam! Peter kommt Warum hier. Warum ist hier Blut? Achso, hier war übrigens die Ursprungsleiche. Die Ursprungsleiche. Das ist ja nicht weit zum Traitor-Raum da hinten. Ihr habt euch bestimmt wieder gemein gemacht. Ihr habt irgendwas. Oh, der Peter ist hier. Der Peter ist hier. Okay, der ist es. Du Stück Scheiße. Ich hätte dich von Anfang an einfach zu Ende töten sollen. Ja, ich brauchte den Credit, Entschuldigung. Der Andi ist tot. Oh, ja, Mann. Den habe ich eben auch geschafft. Ah, da bist du. Okay, hab dich so. Weiß ich, wo du bist. Pascal, hast du eigentlich gerade dann den Peter aus dem Sichtfeld verloren oder hast du dich mit ihm gemein gemacht? Er hat aus dem Sichtfeld verloren. Mhm. Er lebt noch? Alex? Ich bin noch da. Cool. Jetzt sind wir hier. Ja. Hier. Mach. Hä? Was soll das denn, ey? Der Pascal wusste die ganze Zeit... Ihr dreckigen kleinen Bastarde! Ich bringe euch um! Das ist... Wir haben Christus Leiche die ganze Zeit gespendet. Alter. Ich bin hier fast ausgeflippt! Und der Pascal... So, Pascal und Peter haben zusammengespielt. Nur mal so am Rand. Wusstest du, dass der Peter Traitor ist? Ich war mit Peter Traitor. Du blödes Arschloch. Ne? Boah, Pascal, weißt du. Ich bin im Traitor-Raum gewesen mit meiner Leiche und haben dann nämlich den Pool zugemacht. Ganz ehrlich, das ist gegen die Spielregeln. Ja, das war's. Der Pascal, der kann jetzt mal direkt sterben gehen. Ja, da wäre ich auch für. Dass ich den Pascal töten darf. Ja, Alex ist Detective. Die darf ich bin dafür, dass ich den töten darf. Er ist leider mit schon mit seiner Leiche rumspielen darf. Du kannst auf jeden Fall jetzt mit seiner Leiche rumspielen. Ja, das finde ich aber jetzt mal ohne Spaß, das finde ich eigentlich wirklich nicht in Ordnung, ne? Nein, das geht auch nicht. Jeder baut hier irgendwelchen Scheiß so wie. Das geht nicht. Nee, weil das ist einfach nur komplett bescheuert, weil dann. Das hebelt komplett das Spiel aus, so. Ja. Deswegen, also ich finde das gut, wenn wir das in Zukunft nicht mehr machen, weil das ist. Oh, ist. Genau. Deswegen darf der Pascal jetzt auch raus. Oh, ist Pascal. Dreh dich rum, zurück, komm. Hier. Oh. Hier. Sehr schön. Oh, ist der. Direkt gestraft. Dafür brauchst du, dafür benutzt du den Magneto-Stick. Dann kannst du auf rechts, den kannst du den heben und. So! Missbrauchen. Dafür ist der Magneto-Stick wieder. Ja. Muss aber nicht halten, ne? Genau, so. Einfach nur einmal anklicken. Ich bin dumm. Die Rache wird mein sein. So, ihr könnt mal ruhig euch gegenseitig jagen hier. Ich bin mal kurz. Ich guck mir das an. Ich muss das ja aufzeichnen. Ja, ich will das auch aufzeichnen. Ich komme nicht mehr raus. Ah, scheiße. Ich hab die Axt. Es ist nicht schlimm, wenn du mit dem irgendwo gegen knallst. Was macht ihr? Ah, ist Feuer. Ah, ja, da brennt in der Kabine. Mit der Leiche von Pascal rum. Ja! Ja, weil der Pascal hat in der Zeit Christels Leiche geschändet. Ja, gut. Lege ich dir denn jetzt wieder ab? Nochmal Rechtsklick. Gute Nacht. Sehr schön. Was passiert der hier? So. Hä? Was ist hier los? Der Christel war es aber. Hä? Der hat auf mich geschossen, der war Traitor. Oh. Der ist Traitor gewesen. Hm. Ja, das ist wirklich so. Das ist natürlich. Ja gut, es war lustig. Jetzt ist es vorbei. War lustig, so lange dauerte. Ja. Das haben Kurs den Chris getötet. Ja. Ja, okay, dann ist Sabu ja schon mal safe. Ne? Das stimmt. Ja. Das ist richtig. Warte mal. Was war denn? Hier liegt noch einer. Hier, da liegt noch einer. Wer liegt denn da? Taurus. Ah, der Peter ist tot. Der Peter! Dann ist es Andi oder Stefan. Nee, ich bin nicht immer nett. Weil. Der Stefan, war der nicht eben die ganze Zeit bei Chris? Genau. Ja, ich wollte das ja auch.
Genau. Der wollte das aufnehmen, wie der die Leiche von Pascal schändet. Ja, also dann. Also ich weiß halt, also dass ich halt. Andi ist noch da, ne? Müssen wir mal beobachten, den Andi. Ich habe gerade auch auf Christoph geschossen, als ich gesehen habe, dass der aus der Prima geschossen hat. Könnte auch sein, dass trotzdem. Also Stefan ist noch nicht raus, ne? Ja, der Stefan könnte ja auch sein. Der ist ja, der Stefan kann immer. Also ich weiß jetzt gar nicht, warum so. Ich kann das sein, dass Christoph. Ja, nee. Man weiß ja, Alter, es ist der. Ich glaube, es ist der. Nee, doch, der Christoph, der ist wieder bei den Lebenden. Das stimmt nicht. Das ist Christoph. Nee, das stimmt nicht. Doch. Ah. Nee. Warum hat ja, das ist Stefan Christoph. Nee! Tonaussetzer. Stefan ist tot. Sabu ist tot. Eiskalt. Christoph muss irgendwo noch sein. Okay. Der Stefan, der hat auch keinen Second Chance gehabt jetzt. Ah, Christoph ist vor mir. Okay. Ich hab wieder zu mir, während er gerade am Schreiben war. Mann! Ja, das tut mir voll leid. Und ich war völlig verwirrt. Ich so, hä? Ich bin jetzt wieder am Leben. Ich erkannt doch am Schreiben, das hast du nicht mehr gelesen. Hier, wir wollten nur Spaß mit dir haben. Wir lassen uns nicht durch die Gesellschaft, durch die Klassen trennen. Nee, hab ich alles schon nicht mehr gelesen. Ja, deswegen. Tut mir leid, dass ich wiederbelebt habe. Alles klar, ich hab nur geschrieben, der lebt wieder. Mal gucken, wann das merkt.